Herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge von Tierisch München. Seit mittlerweile 4 Jahren sind wir in den Tierheimen der Region unterwegs und stellen Ihnen Tiere vor, die eine besondere Geschichte erlebt haben. Grund genug, um einmal zurückzublicken. Wir beginnen in unserer Sendung mit Oberhaching, denn dort leben Bürgerinnen und Bürger, die eine ganz besondere Idee hatten, um ihre heimischen Vögel zu schützen. Amsel, Drossel, Fink und Star. Immer mehr Münchnerinnen und Münchner gehen auf Entdeckungstour und interessieren sich für die heimischen Vögel. Und damit sich der Vogel auch bei uns in der Stadt wohlfühlt, setzt sich der Bund Naturschutz in Oberhaching ganz besonders für seine heimische Art ein. In einer alten Travostation bauen Meisen, Eulen und Waldkäuze ihre Nester. Das sind insgesamt 3 Etagen, also Erdgeschoss, erster und zweiter Stock. Und von außen sieht man diese hauptsächlich Vogelkästen. Und hier auch noch 3 Nistkästen für Insekten, also so Wildbienen und andere Insektennisthilfen. Seit mehr als 30 Jahren sorgt die Ortsgruppe des Bund Naturschutz für gefährdete Vögel. Denn nicht alle Vögel fliegen zum Überwintern in den Süden. Ganz besonders, was wir immer wieder haben jedes Jahr, ist ein Waldkauz. Der brütet drin. Und dann haben wir auch jedes Jahr einen Siebenschläfer, der im Sommer überbrütet. Das sind also die Highlights, die hier wohnen. Ansonsten sind diese eigentlich für gängige Vögel. Das ist ein Starenkasten, der da rechts ist. Da war im letzten Jahr waren Hornissen drin. Die suchen sich selber aus, was sie nehmen. Und dann haben wir so einen Nischenbrüter drin. Das kann man vielleicht dann von innen sehen. Das wäre eigentlich was, Nischenbrüter wie Rotkehlchen oder auch der Zaunkönig. Aber da gehen auch Meisen rein, je nachdem, wie es immer ist. Das kann man nicht so genau vorhersagen. Der Bund Naturschutz hat neben des Viecherlturms auch einige Insektenhotels in Oberhaching. Die sind vor allem für Wildbienen wichtig. Denn durch das veränderte Klima brauchen immer mehr heimische Tiere unsere Hilfe. Schon ein kleines Vogelhäuschen im Garten oder auf dem Balkon hilft den Tieren beim Überwintern. Ob bei der Suche nach vermissten Menschen oder beim Aufspüren von Sprengstoff. Der Mensch greift immer wieder auf die Hilfe des Hundes zurück. Und das hat einen ganz einfachen Grund, denn der Hund kann eine lange Strecke in kurzer Zeit zurücklegen. Wir haben die Rettungshundestaffel besucht und zeigen Ihnen, was die Vierbeiner so drauf haben. Bei Katastrophen helfen, das können nicht nur wir Menschen, sondern auch Spezialisten auf 4 Pfoten. In Garching trainiert die Rettungshundestaffel Oberbayern. Die Hunde werden dort für den Ernstfall ausgebildet. Die Hunde werden natürlich für alle möglichen Szenarien vorbereitet. Das kann genauso gut sein, dass wir bei uns hier eine Gasexplosion haben, ein Familienhaus stürzt zusammen oder explodiert. Dann haben wir ähnliche oder vergleichbare Situationen. Natürlich nicht ganz so dramatisch, aber auch sowas kann dann tatsächlich hier bei uns in München und im Umland passieren. Die BRH-Rettungsstaffel Oberbayern ist eine der ersten Rettungsstaffeln in München. Vor 10 Jahren wurde diese als Einheit in die Feuerwehr Hochbrück integriert. Allein im vergangenen Jahr mussten die Teams 44 Mal ausrücken. In diesem Jahr wurden die Hunde noch auf ein weiteres Szenario vorbereitet, die Erdbebenrettung. Also der ganz klassische Fall wirklich von so einem Trümmerhund wäre ein reines Erdbeben. Wie man es im Fernsehen sieht, wie es leider immer wieder vorkommt, die Erde bebt, Häuser stürzen ein, Leute sind vielleicht nur in den Häusern irgendwo gefangen oder drunter begraben. Und das wäre so der eigentlich originäre Einsatzbereich von einem klassischen Trümmersuchhund. Die Rettungshunde in Ausbildung starten aber mit einfacheren Übungen. Das ist wirklich ein relativ langer Weg. Also die Ausbildung, bis der Hund am Ende fertig ist, bis er mal die erste Prüfung zumindest hat, dauert schon mal 2 Jahre. Und dann reden wir immer noch nicht von einem einsatzfähigen Hund, sondern kommen noch mal weitere 1-2 Jahre mindestens dazu, die der Hund an Erfahrung sammeln muss. Und deswegen steigen wir ganz, ganz langsam ein. Wir wollen die Hunde nicht überfordern. Und jeder Hund bringt andere Veranlagungen mit und auf denen versuchen wir aufzubauen. Das heißt, jeder Hund, der kommt, bekommt ein bisschen einen anderen Einstieg, weil wir uns einfach auf das Team einstellen müssen. Mittlerweile gibt es 30 Teams. 2 bis 3 Mal in der Woche wird trainiert. Denn nicht nur die Hunde müssen ausgebildet werden, sondern auch die Hundeführer. Denn nur so kann ein besonderes Team entstehen, das im Ernstfall Leben retten kann. 120 Knochen, darunter Schädel und Stoßzähne, haben 2 Jungs im Landkreis Erding gefunden. Es sind die Überreste eines Urelefantens. Bereits seit 20 Jahren sucht der Vater nach dem Grab des Urelefantens. Die 2 kleinen Nachwuchsforscher haben es jetzt gefunden.
Es sind ca. 10 Millionen Jahre alte Funde aus der Zeitepoche Miozän. Elefantenfunde der Gattung Deinterium, übersetzt Schreckenstier. Big Alex und Little Consti werden zwei der drei gefundenen Erdinger Urelefanten heißen, benannt nach den Findern und Hobbyarchäologen Alexander und Konstantin. In dem Fuchsbau war irgendwie oben so quer so ein riesiger Knochen. Und es hat ausgeschaut wie Holz und Konstantin und ich haben auch zuerst gedacht, dass das irgendwie Holz wäre oder sowas. Aber es war noch komplett außenrum so Knochensplitter. Und dann hat sich auch herausgestellt, dass es ein Knochen ist. Der Schädel von Big Alex ist bereits 2004 gefunden worden. Seine Schulterhöhe war bei weit über 4 Meter. Ausgewachsen war der Urelefant jedoch noch nicht. Bereits seit 20 Jahren hat der Vater der Finderkinder gezielt nach den Urviechern bei Erding gesucht. Der Laie, wenn diese Knochen entdeckt hätte, dann hätte sie in die Hand genommen. Sie wären in der Hand einfach zerfallen, einfach zerbröselt. Es ist Staub. Deswegen muss man sich Know-how zu Rate ziehen und es ist ja auch nicht so, dass wir die Knochen alleine ausgegraben haben, sondern ich habe sehr schnell ein Grabungsteam, das bestand aus Geologen, aus wissenschaftlichen Präparatoren zusammengestellt, die eben auch die Erfahrung haben. Das entsprechende Material haben wir natürlich mitgenommen und sie können die Knochen nicht einfach so rausnehmen, sondern die Knochen müssen eingepackt werden, sie müssen eingegipst werden. Wir mussten die teilweise sogar noch im Feld präparieren, also vorpräparieren, aber am Schluss ist alles gut gegangen und die Knochen sind in einem hervorragenden Zustand. Die Rüsseltiere, die wegen der aus dem Unterkiefer wachsenden Stoßzähne auch als Hauerelefant bezeichnet werden, werden hier im Urzeitmuseum in Taufkirchen ihre letzte Ruhestätte finden. Nach einer kurzen Pause zeigen wir Ihnen einen Mitarbeiter aus einem Baumarkt. Was dieser in einer Tiersendung zu suchen hat, erfahren Sie gleich. Herzlich willkommen zurück bei Tierisch München. Wir machen weiter mit dem Kater Django. Er ist Mitarbeiter eines Baumarkts in Starnberg. Genau genommen liegt er lieber bei Gartenmöbeln rum, will gestreichelt und gefüttert werden. Seine Kollegen können sich aber trotzdem eine Schicht ohne ihn gar nicht mehr vorstellen. Wir haben ihn besucht. 7.15 Uhr in einem Baumarkt in Starnberg. Der erste Mitarbeiter ist wie jeden Tag pünktlich. Doch um Baubedarf einzuräumen, ist er hier nicht da. Kater Django will frühstücken. Der kam irgendwann einfach zur Tür reinspaziert, durch den Haupteingang. Und wir hatten uns dann ganz kurz gewundert und das Tierheim angerufen, weil normalerweise kommen richtige Menschen zu uns einkaufen, keine Tiere. Das Tierheim hat den Kater dann zweimal abgeholt und er kam jeden einzelnen Tag wieder. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, offensichtlich mag der uns ganz gerne und dann kann er dann kommen und einfach bei uns bleiben. Der rot getigerte Kater kommt seit fast 10 Jahren täglich in den Baumarkt. Django wird kurzerhand einfach in das Tagesgeschäft integriert. Schnell ist er ein fester Bestandteil des Baumarktteams. In der Hauptsache schläft und frisst er. Manchmal hält er uns auch von der Arbeit ab oder unterhält uns bei der Arbeit. Aber an sich, also er integriert sich, glaube ich, ganz gut in unser Arbeitsleben. Er schaut dann manchmal, was wir machen und er testet die Gartenmöbel. Er schaut, ob wir die Pflanzen gut pflegen. Also er kümmert sich schon auch mit hauptsächlich um das Garten, um das Gartensortiment, ja. Auch am Wochenende und an den Feiertagen wird Django gefüttert. Selbst Tierarztbesuche übernehmen die Baumarktmitarbeiter. Um 20 Uhr schließt der Baumarkt und Django zieht weiter. Manchmal will er aber länger bleiben und versteckt sich bei Ladenschluss. Es gibt natürlich Momente, gerade wenn es stressig ist, dann schaut man vielleicht nicht ganz so genau. Und dann ist es tatsächlich schon vorgekommen, dass er im Markt geblieben ist und den Alarm ausgelöst hat. Das war dann zur Überraschung der Polizei, dass plötzlich der Kater nachts auftaucht. Aber im Normalfall geht er einfach 20 Uhr nach Hause. Django ist ein Besuchermagnet. Immer wieder kommen Menschen nur wegen ihm in den Baumarkt. Und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich eine Schicht ohne ihn gar nicht mehr vorstellen. Alpakas sind echte Trendtiere. Man findet sie auf Tassen, auf Bettwäsche oder als Kuscheltiere.
Aber Alpakas haben auch einen therapeutischen Zweck. Und zwar helfen sie Kindern mit Behinderung. Das macht sich der Verein Lucia Sonnenkinder zunutze und besucht mit den Kindern einen Alpakahof. Alpakas beobachten, füttern, streicheln und sogar mit ihnen spazieren gehen. Der Verein Lucia Sonnenkinder feiert Premiere auf dem Bruckerhof. Seit mehr als 16 Jahren bietet die gemeinnützige Organisation tiergestützte Therapien für Kinder mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung an. Durch das Reiten hat er wirklich das Sprechen angefangen, ist motorisch besser geworden und auch kognitiv. Und wir haben manchmal jeden Tag Gänsehautmomente, weil wir dann merken, der kann schon wieder mehr. Und das ist für uns ein absoluter Gewinn. Wir sind so froh, dass wir hier dran teilnehmen können. Das ist echt mega cool. Neben dem Alpakahof unterstützt der Verein Familien durch Reittherapien und arbeitet mit einer kleinen Farm zusammen. Das fördert nicht nur die kognitiven Fähigkeiten der Kinder, es entlastet Familien und bringt Spaß in den Alltag. Bei den Alpakas sagt man, die haben die gleiche oder eine ähnliche Wirkung als Delfine, als die Delfintherapie. Man nennt es auch so umgangssprachlich Delfine des Landes. Und es kommt halt einfach durch diese großen Knopfaugen, durch dieses ruhige Verhalten der Tiere und haben sie einfach eine ähnliche Wirkung auf uns Menschen. Die Krankenkassen übernehmen Tiertherapien nur noch in Einzelfällen. Das macht die Arbeit des Vereins umso wichtiger. Es ist wirklich meine Herzensangelegenheit, weil ich ja die Erfolge auch sehe. Also wenn Sie ein Kind sehen oder ein traumatisiertes Kind und was dann dort bewirkt wird mit den Tieren, also da geht mir das Herz auf. Hier ist jedenfalls jeder verzaubert von den kuscheligen Wesen, die neben ihrer erstaunlichen Wirkung auch einfach süß aussehen. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr voller emotionaler und spannender Geschichten. Wenn auch Sie jetzt an ein Tier denken, was unbedingt in unserer Sendung vorgestellt werden sollte, schreiben Sie uns eine E-Mail an tierisch@münchen.tv. Ich freue mich über jede Nachricht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß im weiteren Programm. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.